Moin Leute, ich muss jetzt so ein bisschen weiter ausholen fürs Intro. Allerdings gibt es ja Kapitel, dementsprechend, wenn euch das Ganze zu lang geht, springt einfach weiter zum Hauptteil. Und damit würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zum Intro. Letztes Jahr kam ja Elden Ring raus und gegen Ende letzten Jahres ging natürlich auch wieder die ganze Award-Season los. Ja, ganz viele Awards wurden wieder rausgeschmissen in der Gaming-Industrie. Und natürlich hat Elden Ring einige davon gewonnen. Actually fast alle gefühlt, weil das mit eins der meist nominiertesten Titel ever ist gerade. Und da kam natürlich auch die Diskussion wieder auf, weil das Spiel auch für einige Story-relevante Awards nominiert wurde, dass From Software-Spiele, vor allem die aktuelleren, also die ganzen Soulsborne-Spiele, ja gar keine Story haben und dass das dementsprechend ja gar nicht passen würde, weil das ja eher alles Gameplay-basiert ist. Diese Aussage könnte von der Realität nicht weiter entfernt sein. Allerdings muss man auch sagen, dass potenziell die ganzen Soulsborne-Spiele so ein bisschen auch selbst dran schuld sind, aber lasst mich erklären. Vor allem die Dark Souls-Spiele verlangen es, dass ihr wie Indiana Jones die ganzen Gegenstände zusammensucht, die Beschreibungen lest und so halt das Puzzle der Geschichte langsam zusammenfügt und bewusst teilweise auch Sachen weglässt, die für einen gewissen Interpretationsspielraum dann auch ja, gut sind. Und dementsprechend kann man sagen, Dark Souls und Bloodborne und Elden Ring, die liefern euch die Geschichte nicht einfach so auf ein Silbertablett. Ihr müsst euch ein bisschen auch mit dem Spiel befassen. Und das macht es ja auch gerade so interessant, weil es immer euch die Option offen lässt, wollt ihr das Spiel einfach nur spielen? Perfekt, könnt ihr machen, gar kein Problem. Wollt ihr aber die Geschichte erleben, wirklich, dann müsst ihr halt ein bisschen Arbeit reinstecken, selber. Wie gesagt, die ganzen Gegenstände suchen, das alles zusammensetzen und dann habt ihr, meiner Meinung nach, vor allem bei den Dark Souls-Spielen, eine ziemlich, ziemlich geile Geschichte, die sehr groß ist, teilweise, ja, Spiele übergreifend dann auch für manche Charaktere, manche Storystränge und dementsprechend auch sehr komplex noch wird. Ja, damit ihr das Ganze nicht machen müsst, habe ich euch heute mal die Arbeit abgenommen für einen Charakter. Dieser Charakter ist mein Lieblingscharakter definitiv aus der Dark Souls-Reihe. Und ja, er repräsentiert im Prinzip sehr schön eine Sache, und zwar, dass man selbst, wenn man die besten Absichten hat und immer die Hoffnung behält, immer gut ist, dann kann man trotzdem scheitern, aber dass das nicht schlimm ist, weil man dadurch ja immer noch andere inspiriert, die dann die eigene Aufgabe im Prinzip fortführen können. Und ja, der Charakter, über den wir heute reden, ist im Prinzip die Definition von einem Ritter. Und wir reden natürlich über keinen anderen heute als Artorias, den Abgrundschreiter, The Abyss Walker. Und dementsprechend, ja, könnt ihr euch schon mal auf seine sehr dramatische, aber auch sehr coole Geschichte freuen. Damit geht's jetzt los. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Geschichte von Artorias The Abyss Walker. In vergangenen Zeiten hatte Gwyn viele Ritter, die ihm treu ergeben waren. Darunter auch vier besondere Ritter, die in die Geschichte eingehen sollten. Diese vier besonderen Ritter waren der Kapitän der Wache Ornstein, Kommandant der Drachenschlechter Falkenauge Gok, die Meuchelmörderin Fürstenklinge Kyrian und der legendäre Ritter Artorias, oder wie er später den meisten bekannt sein wird als der Ritter des Abgrunds. Gwyn, seine Kinder und die anderen Götter waren die höchsten Geschöpfe im Zeitalter der Flammen. Allerdings gab es auch noch die Menschen. Diese wurden jedoch von Gwyn nicht sehr geschätzt, da sie die Dunkelheit in sich trugen und so die Macht hatten, das Zeitalter der Flammen für immer zu beenden und somit auch die Zeit der Götter. Aus diesem Grund ließ er die drei Städte The Ringed City, New Londo und Ulassil bauen, welche so weit wie möglich von der Hauptstadt Anor Londo entfernt waren. In der Ringed City lebten allerdings nicht nur Menschen. Auch Gwyns jüngste Tochter Phileanor lebte dort und sollte mit einigen Rittern die Menschen beschützen vor den Gefahren, die in der Welt lauerten. Die Stadt wurde außerdem von Midir, einem Drachen, der von den Göttern aufgezogen wurde, beschützt. In New Londo herrschten die vier Könige, diese sollten ebenfalls die Stadt und auch die Menschen beschützen. In Ulassil entdeckten die Menschen die Lichtmagie. Diese fand Gwyn sehr interessant und deswegen hatte sie weiter experimentieren lassen. Alle schienen glücklich und zufrieden zu sein, doch in Wirklichkeit war es nichts weiter als ein Albtraum, was die Menschen auch bald erfahren sollten.
Das Drama begann in der Ringed City. Dort machte sich langsam aber sicher das sogenannte Darkseid breit. Dieses repräsentierte die Dunkelheit der Menschen, die Gwyn so sehr fürchtete, und selbst die ganzen Ritter, die in der Stadt stationiert waren, seine Tochter und auch der Drache Medir konnten nichts gegen die Verbreitung der Dunkelheit unternehmen. Und so fiel die Ringed City der Dunkelheit anheim. Gwyns Tochter, Felianor, starb, ohne ihren Vater jemals wiederzusehen. Die Frage bleibt, ob Gwyn das alles gewusst hat und sie wohlwissend, dass er seine Tochter nie wiedersehen würde, ins Verderben geschickt hat. Selbst der Drache Medir, der mutig gegen die Dunkelheit kämpfte und eigentlich zu diesem Zweck auch in der Stadt wohnte, konnte ihr irgendwann nicht mehr widerstehen. Und so fiel die erste Stadt der Menschen, die Ringed City. Dies war allerdings nicht die einzige Katastrophe, die kommen sollte, denn auch in New Londo machte sich die Finsternis breit. Diese wurde allerdings von keinem Geringeren als Cade, dem Bruder von Freyd, der als Freund von Gwyn bekannt war, angeführt. Dieser brachte seine dunklen Krieger nach New Londo, die sogenannten Dark Wraiths. Und so machte sich auch langsam aber sicher die Dunkelheit in New Londo breit. Die vier Könige, welche die Menschen eigentlich beschützen sollten, waren so fasziniert von der Macht der Dunkelheit, dass auch sie ihr nicht lange widerstehen konnten. Sie experimentierten mit ihr und beschleunigten so den Niedergang von New Londo. Als Gwyn davon erfuhr, schickte er einen seiner vier Ritter Artorias, ausgerüstet mit einem Schwert, welches die Dunkelheit besiegen konnte, nach New Londo. Dieser kämpfte tapfer gegen die Streitkräfte von Cade, die Dark Wraiths, allerdings konnte er New Londo nicht retten. Er wurde von den Streitkräften überrannt, hatte Gwyn eine Art Failsafe in New Londo eingebaut. Es gab ein riesiges Tor, welches unfassbare Wassermassen freisetzen konnte. Dieses wurde geöffnet und New Londo wurde überschwemmt, auf dass die Dunkelheit niemals das Tageslicht erreichen sollte. Zwei von drei Städte waren zerstört und auch die dritte Stadt, Ulassil, sollte ein ähnliches Schicksal ereilen. Die Menschen in Ulassil wurden von einer großen Kreatur besucht, nämlich Cade, welcher ihnen nahelegte, die Höhlen unter der Stadt zu erforschen. Eines Tages fingen sie an, immer weiter in die Erde hineinzugraben, bis sie tatsächlich auf etwas gestoßen sind. In den Tiefen fanden sie eine Art Grab, welches riesige Mengen an dunkler Energie ausstrahlte. Natürlich war es kein normales Grab. Dieses gehörte nämlich einem der ersten Menschen. Gwyn hatte damals Jagd auf die ersten Menschen gemacht, bevor er sich dazu entschlossen hat, sie wegzusperren in verschiedene Reservate. Und dieser Mensch war einer von ihnen. Der Hass auf die Götter starb allerdings nicht mit ihm und dieser sorgte auch dafür, dass die Dunkelheit, die von ihm ausging, immer weiter verstärkt wurde. Und so wurde er zu Manus, dem Herrn des Abgrunds. Die Macht, die von Manus ausging, tötete die Menschen nicht einfach, sondern sie wurden zu verzerrten Abbildern ihresgleichen und sollten von nun an in Ulassil umherstreifen, um sich neue Opfer zu suchen und die Dunkelheit weiter zu verbreiten. Und so wurde Artorias auch nach Ulassil geschickt, um diesem Treiben ein Ende zu setzen. Diesmal wurde er sogar mit einem Schild ausgerüstet, welches einen Zauber besaß, der ihn vor der Dunkelheit schützen sollte. Außerdem wurde er von seinem treuen Begleiter und Freund Sif, dem Wolf, begleitet. Dieser war trotz seines jungen Alters schon ein treuer Kampfgefährte von Artorias. Artorias machte sich auf, um die Dunkelheit zu besiegen und erkämpfte sich durch die ehemaligen Dorfbewohner, die ihn angriffen. Und so konnte er und Sith sich durch die Dorfbewohner durchkämpfen und immer weiter in das Grab von Manus vordringen. Und so dauerte es auch nicht lange und Artorias stand dem Herrn des Abgrunds Manus gegenüber. Artorias und Sith kämpften tapfer, allerdings war die Macht von Manus zu stark und so wurde Artorias verletzt. Sein Schwertarm und der Großteil seiner Kräfte beraubt, versuchten sie zu fliehen. Allerdings reichte die Kraft von Artorias langsam aber sicher nicht mehr aus. Er wusste, dass ihm der Tod bevorsteht. Auch an den jungen Wolf Sif ging die Macht des Abgrunds nicht spurlos vorbei. Sif war ebenfalls kurz davor, sein Leben zu verlieren, und so entschloss sich Artorias, eine letzte gute Tat zu vollbringen. Er opferte sein Schild und damit auch das Letzte, was zwischen ihm und der Macht des Abgrunds stand, um eine Barriere um Sif zu errichten und ihn so zu schützen. Dies besiegelte allerdings auch Artorias Schicksal, und so wurde er von dem Abgrund korrumpiert. Kurz nach diesen Ereignissen erscheint der auserwählte Untote und fordert Artorias heraus. Ursprünglich wurde Artorias sogar synchronisiert. Einige der Schnipsel befinden sich noch in den Spieldaten und so sagt er folgendes, wenn wir die Arena betreten.
All of you. Forgive me. For I have failed you nothing. In der Cutscene, die noch im Spiel zu finden ist, sehen wir auch, dass Artorias selbst, nachdem er vom Abgrund korrumpiert wurde und seinen Verstand verloren hat, immer noch seiner Aufgabe treu bleibt. Denn selbst jetzt versucht er noch, die Diener des Abgrunds von der Außenwelt fernzuhalten und daran zu hindern, ihre Dunkelheit weiter zu verbreiten. Und so kommt es, dass der auserwählte Untote Artorias besiegt und damit auch erlöst. Wie wir später erfahren, ist dieses Kolosseum, in dem wir Artorias bekämpfen, außerdem von Gok, einem seiner ehemaligen Kampfgefährten, bewohnt. Und auch seine vermutlich große Liebe Kirin hat nur darauf gewartet, dass Artorias endlich erlöst wird. Nachdem wir ihn besiegt haben, kniet sie vor seinem Grab und bittet uns, ihr seine Seele zu geben, damit er in Frieden ruhen kann. Vor dem Kampf gegen Manus finden wir in den Höhlen des Abgrunds Sif, der von der Barriere von Artorias beschützt wird. Diese können wir auflösen und somit Sif befreien und auch retten und ihn dann im Kampf rufen, um Manus zu besiegen. Nachdem wir Manus besiegt und die Prinzessin gerettet haben, können wir wieder zurück in die Gegenwart und dort finden wir jetzt an Artorias Grab Sif vor, diesmal allerdings in seiner ausgewachsenen Form. Er bewacht nun das Grab von Artorias. Dies ist allerdings nicht der einzige Grund, warum er jeden angreift, der in der Nähe von Artorias Grab kommt. Denn er möchte vermutlich auch jeden davon abhalten, den Ring von Artorias zu bekommen, damit diese nicht ebenfalls versuchen, den Abgrund zu bekämpfen und so dasselbe Schicksal wie sein Freund anheimfallen. Wenn wir nach dem DLC erst zu Sif gehen, greift er uns nicht direkt an. Zuerst schnuppert er an uns, was ein Zeichen dafür ist, dass er uns wiedererkennt. Er möchte nicht gegen uns kämpfen, aber er will verhindern, dass wir ebenfalls der Dunkelheit anheimfallen und so wahnsinnig werden wie auch sein Freund Artorias. Allerdings müssen wir ihn, um im Spiel voranzukommen, leider besiegen und dafür sorgen, dass auch Sif endlich seine letzte Ruhe findet. Ja, das war die Geschichte von Artorias und Sif. Ihre Geschichte wird später auch in Dark Souls 3 den Abyss Watcher Covenant inspirieren. Vor allem der große Wolf, der uns die Covenant-Abzeichen abnimmt, ist eine Hommage an Sif. Ich hoffe, die Geschichte von Artorias, dem Abgrundschreiter, meinem Lieblingscharakter aus Dark Souls, hat euch gefallen und wenn ihr mehr davon sehen oder hören wollt, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Ich verabschiede mich an dieser Stelle, wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und man sieht bzw. hört sich auch beim nächsten Mal wieder. Macht es gut und ciao.